Zu Gast heute wieder Markus Minger, Anwaltskanzlei digital. Man sieht es allein schon an der Webseite. Komplett anders wie bei den meisten Kanzleien. Bei den meisten Kanzleien, da schaut es aus wie ja, oftmals von 1990 bis 2005. Und du hast bei dir direkt hier drauf kostenlose Erstberatung, Telefonnummer, auch ein leicht für den einen oder anderen provokantes Bild. Hinten gleich den Superman als Schatten. Und du hast eine voll digitalisierte Kanzlei. Da werden wir gleich noch drüber sprechen, was deine Kanzlei speziell macht, was daran modern ist. Und dann werden wir noch den Übergang finden zu folgenden Punkten. Und zwar vom Oldschool-Dienstleister zum Unternehmer. Weil viele fragen sich ja, du, ich habe jetzt vielleicht eine Steuerkanzlei, ein Consulting-Büro, Projektmanagement-Büro, Anwaltskanzlei, alles Mögliche. Aber erstens mal, ich bin da selber noch viel zu sehr operativ eingebunden. Ich bin da oldschool, altmodisch. Ich habe kein Marketing. Bei mir ist es rein so, okay, jetzt diesen Monat kriege ich 5 Empfehlungen, nächsten Monat kriege ich keine Empfehlungen mehr. Und dann gehen wir ein bisschen in diesen unternehmerischen Part rein. Klar musst du nicht alle Geheimnisse hier rauspacken. Wir werden nur in so ein paar Dinge reingehen. Aber kannst du vielleicht mal auch erklären, was ist der größte Unterschied von deiner Anwaltskanzlei zu den meisten anderen? Also ich bin schon seit Jahren der Auffassung, dass das Thema Digitalisierung auch unseren Markt irgendwann völlig über den Haufen werfen wird. Wir sind immer ein bisschen langsamer als Anwälte, als alle. Wir hinken immer so 5 bis 10 Jahre hinterher. Deswegen, ich habe vor 4 Jahren ein Interview mit dem damaligen CEO der Indiba im Handelsblatt gelesen und der hat gesagt, ich habe die Hälfte aller Bankkaufleute rausgeschmissen, habe ITler angestellt. Da ist mir auch so ein Licht aufgegangen und ich habe auch vor 4 Jahren eigene ITler eingestellt bei mir. Wir haben also eine eigene Programmierabteilung, eigene EDVer und natürlich eigene Performance-Marketinger. Und das ist schon sehr ungewöhnlich als Anwaltskanzlei. Und mir war klar, nicht die Großen fressen die Kleinen bei der Digitalisierung, sondern die Schnellen die Langsamen. Und dann haben wir eben angefangen, unsere gesamten Workflows zu digitalisieren. Also erstmal war es ein ganz schmerzhafter Prozess. Die ITler haben uns mal aufgezeigt, was überhaupt wirklich ein Workflow ist. Wir dachten als Anwälte, wir sind ja schon prozessoptimiert, wir haben ein Handbuch und Handouts. Aber wenn die ITler da mal rangehen, die dann wirklich bis ins Allerkleinste gehen, also bei unserem Workflow ist tatsächlich jetzt vom Eingang des Leads bis zum Urteil zweiter Instanz, damit könntest du einen riesen Raum tapezieren, so groß sind die Workflows und so detailliert sind die Workflows beschrieben. Da möchte ich jetzt direkt mal kurz einhaken, denn das Thema erstmal ein Organigramm aufzusetzen, die Aufgaben festzulegen, die KPIs festzulegen, die Aufgaben und Prozesse zu identifizieren, sie dann mal wirklich runterzuschreiben, sie dann, bevor man sie digitalisiert, erstmal zu optimieren und Systeme zu schaffen, um dann später zu skalieren. Weil die Frage ist ja, wenn ich jetzt dann skalieren will, wenn ich jetzt mal 100 neue Kunden bekomme, wie arbeite ich überhaupt ab? Was sind unsere Systeme und Prozesse? Und daran scheitert es ja oft, weil das kostet ja am Anfang erstmal Zeit und Geld. Absolut. Also bevor man dann das Zeitersparnis, das finanzielle Ersparnis hat und auch die Arbeitsabläufe hat, um viele Kunden abzuwickeln, ist ja erstmal ein massiver Pain, ein Kostenfaktor, frisst Zeit. Wie hast du dir jetzt als Anwalt, der sicherlich viel zu tun hatte, wie hast du da jetzt gesagt, schau her, wir nehmen uns jetzt diese Zeit und investieren dieses Geld, um erst hinterher das Resultat zu haben. Das ist ja auch unternehmerisches Denken, zu sagen, Absolut. Ich investiere jetzt. Also kannst du mal ganz kurz sagen, wie du das vielleicht zeitlich auch und planerisch gemeistert hast? Also ich selbst arbeite seit Jahren nur noch, man sagt ja so schön, am Unternehmen, nicht mehr im Unternehmen. Also ich bin selbst als Anwalt schon seit vielen Jahren so gut wie gar nicht mehr tätig. Also ich habe vielleicht noch eine Handvoll Akten, die ich selber betreue. Das sind dann meine Eltern und meine Schwiegermutter und meine Frau, wenn da mal was ist, und ein ganz enger Freund vielleicht. Ansonsten bin ich in den Akten selbst nur strategisch drin. Also wirst mich nicht sehen, dass ich eine Akte bearbeite oder einen Schriftsatz mache. Also ich habe mich selbst aus dem operativen Geschäft völlig schon vor vielen Jahren rausgezogen.
und kümmere mich nur um solche Dinge, um Strategie, um Business Development und eben um das Thema Digitalisierung habe ich mich sehr gekümmert. Mhm. Habe dann ein Team von Spezialisten um mich geschart, wo ich das Team geleitet habe und dann halt ein Projekt aufgesetzt mit Meilensteinen und das Ding ausgerollt. Ja, und viele Schmerzen gehabt. Und ich habe mir tatsächlich eine Finanzierung bei der Bank geholt, mhm, um das Ganze bezahlen zu können. Also ich habe mir einen 7-stelligen Betrag bei der Bank, mhm, geholt und gesagt, ich möchte die erste voll digitalisierte Anwaltskanzlei Deutschlands sein. Habe einen Businessplan geschrieben, PowerPoint, Excel-Tabelle der Bank zur Verfügung gestellt. Mhm. Und da habe ich dann blanko eine 7-stellige Summe bekommen von der Bank. Und damit habe ich die Digitalisierung finanziert. Ja, und wie viel Zeit hat es ungefähr in Anspruch genommen? Ich habe so das Gefühl, bei der Digitalisierung, so fertig wird man nie. Ja, genau, klar, ja, ist ein ongoing Prozess. Man muss sich eben bewusst werden, wie weit man schon ist. Also wir haben halt, mhm, angefangen, erstmal die Prozesse aufzuschreiben und dann haben wir halt selbst vorne angefangen, im Vertrieb, mhm, zu digitalisieren, zu automatisieren und sind dann irgendwann an die Anwaltskanzlei gegangen und haben da die einzelnen Schritte zerlegt, bei uns halt außergerichtlich, gerichtlich, woraus besteht es außergerichtlich, wie sind die Workflows und haben dann Stück für Stück immer weiter automatisiert, bis wir halt vorne vom Lead-Eingang angefangen bis hinten zum Urteil zweiter Instanz angekommen waren. Also wir haben uns vorgearbeitet, und das hat 2,5 Jahre gedauert, bis wir einmal durch waren. Und jetzt sind wir halt dabei, immer besser zu werden, zu perfektionieren, mhm, und immer größer zu werden. Das heißt also einmal digitales Marketing, dann einen Vertriebsprozess, die internen Prozesse digitalisieren. Absolut. Das geht natürlich auch nur dann, wenn man vorher eine klare Positionierung hat. Weil ich kann ja nur Marketing machen, wenn ich ganz genau weiß, wen spreche ich an. Ja. Und wie hast du dich dann strategisch positioniert und aus welchem Grund? Also früher war ich Wirtschaftsanwalt, mhm, und habe dann Wirtschaftsanwalt hat Vor- und Nachteile. Ne? Du bist schick, immer im Anzug unterwegs, mhm, und vom Mandanten bezahlt, erste Klasse Reisen, mhm, beste Hotels. Mhm. Ne? Ist gut für die Eitelkeit, gerade zu Beginn der Karriere. Man hat auch viel gelernt. Aber du bist halt der Sklave deines Mandanten, weil der bezahlt dich, du hast dann eine gewisse Abhängigkeit. Du musst ja davon wegkommen als Anwalt, wenn du skalieren willst, dass du Zeit gegen Geld tauschst. Mhm. Und das habe ich damals gemacht. Und du bist dann als Wirtschaftsanwalt von morgens um 7 bis abends um 11 der Sklave deines Mandanten und stehst halt auf Abruf bereit. Und habe dann irgendwann mal das wollte ich nicht mehr und wollte halt unabhängig sein. Ich habe gesagt, du musst es rumdrehen, du brauchst viele Mandanten. Wenn dann mal einer oder zwei wegbrechen, dann kannst du auch Nein sagen, dann geh halt, hole ich mir halt den Nächsten. Und bin dann irgendwann auf das Verbrauchermassengeschäft gestoßen, vor 8 Jahren das erste Mal, 2012, im Bereich Widerruf Immobiliendarlehen. Da haben wir das noch wirklich oldschool gemacht. Da habe ich ein bisschen Werbung gemacht. Ich hatte damals schon eine eigene Radiosendung, da kam... Insgesamt habe ich ja 3000 Fälle abgewickelt, aber oldschool mit Akte. Ich habe Mitarbeiter verbrannt, weil wir mussten arbeiten ohne Ende. Wir waren eine kleine Einheit, die dann geballert haben, Überstunden gemacht haben. Die waren alle motiviert. Aber wir haben die Akten nicht mehr gefunden, weil wir nur überall Aktenstapel hatten. Mitarbeiter gingen in den Burnout, weil es einfach nicht mehr ging. Ja. Wir haben halt gutes Geld verdient, aber der Preis war zu hoch. Und da habe ich gesagt, das geht so nicht weiter. Und habe dann so 14, 15 gesagt, wir müssen einen Cut machen, wir müssen das digitalisieren. Es lässt sich mit dem Verbrauchermassengeschäft richtig gutes Geld verdienen, aber das muss sauber aufgesetzt sein, das muss digital sein. Dann haben wir erstmal ein papierloses Büro eingeführt. So haben wir dann angefangen, mhm, vor, ich glaube, 6 Jahren. Bei uns gibt es kein Papier mehr, nur ich darf Papier benutzen. Mhm. Ansonsten nur digitale Akten, damit halt angefangen und dann halt, wie gesagt, die Prozesse digitalisiert. Also so hat sich das Ganze entwickelt, aus dem Pain auch heraus. Genau. Und du musstest jetzt ein Produkt schaffen, was natürlich einmal eine richtige Marge hat und trotzdem nicht zu teuer ist für den Kunden. Das heißt, das muss man irgendwo verbinden. Adäquater Preis für den Kunden, trotzdem eine gute Marge. Und es geht natürlich nur dann, wenn man nicht nur Individuallösungen verkauft. Das heißt also, man braucht irgendwo ein gewisses Konzept, dass man auch irgendwas Schablonenartiges verkaufen kann. Und da stellt sich dann natürlich auch immer die Frage, okay, ist jetzt was Schablonenartiges für den Kunden weniger gut oder vielleicht sogar besser? Also vielleicht noch einen Schritt zurück. Mhm.
an welchen Business Case gehe ich ran, an welchen gehe ich nicht ran. Genau. Für mich, also wir haben eine Expertise sehr im Bank- und Kapitalmarktrecht, da sind wir gut. Und für mich ist ein Business Case, wenn ich mindestens pro Akte 2000 Euro Umsatz habe, das heißt, ich brauche im Durchschnitt einen Streitwert, so wird ja bei uns abgerechnet, von mindestens 10.000 Euro. So, wo kann ich das erreichen? Das kann ich mit Flugreisen, mit Fluggästen, Rechteverordnung, da hast du dann 250 Euro und kriegst dann 46,20 Euro. Kannst du das nicht erreichen. Das ist kein Business Case für mich, da sage ich nein. Mhm. Auch mit irgendwelchen reiserechtlichen Dingen und was es da nicht alles gibt. Mhm. Bußgeldbescheiden ist für mich erstmal kein Business Case. Mhm. Daher Immobilienfinanzierung, Lebensversicherungen, Autokredit oder jetzt auch Wirecards, da haben wir ja auch einen weitaus höheren durchschnittlichen Streitwert. Und ich brauche, wie jetzt auch beim Dieselabgasskandal, ich muss auch wissen, dass ich nahezu 90% aller Fälle positiv für den Mandanten erstreite. Wenn ich noch eine unklare Rechtssituation habe, kann ich nicht skalieren, weil dann verbrenne ich die Leute, dann verliere ich viel zu viel. Und gerade heute mit den sozialen Medien bei Google die Leute bewerten dich, dann hast du eine negative Reputation. Das heißt, du brauchst eine Rechtssicherheit in einem Thema oder eine relative Rechtssicherheit im Thema, dass ich offen sagen kann, ich bin mir sicher, ich gewinne das Ding. Das ist meines Erachtens extrem wichtig. Ich brauche für mich einen wirtschaftlich interessanten Business Case. Ich muss mich auskennen, ich brauche die Kompetenz. Und was für mich sehr, sehr wichtig ist, ich meine, die Anwaltskanzlei der Zukunft ist zum einen digital und zum anderen aber auch ermöglicht sie den Leuten eine erfolgsorientierte Vergütung. Deswegen haben wir Kooperationen mit Prozessfinanzierern, die uns die Cases bezahlen. Das heißt, entweder sind die Leute rechtsschutzversichert, dann haben sie kein Risiko. Oder unser Prozessfinanzierer kommt an den Start, der nimmt dann einen Teil des Erfolges, aber die Leute haben kein Risiko. Also selbst wenn wenn dann vielleicht 10% der Fälle verloren gehen sollten aus irgendeinem Grund, ist es kein Schaden der Leute, dann hat der Prozessfinanzierer den Schaden, der aber seinen eigenen Business Case rechnet. Also Digitalisierung plus erfolgsorientierte Vergütung sind für mich die beiden strategischen Komponenten. Das ist für mich die Anwaltskanzlei der Zukunft. Ja, und das macht natürlich auf der einen Seite das Ganze irgendwo skalierbar. Da kann man vom Selbstständigen dann zum Unternehmer werden, vom Dienstleister zum Unternehmer. Und es muss auch immer irgendwelche Vorteile für den Kunden geben. Und jetzt hat man jetzt hier auch ganz klar Vorteile rausgearbeitet. Einmal in wenigen Bereichen, also wirklich in ausgesuchten Fällen, eine sehr starke Kompetenz zu wenig Risiko für den Mandanten beziehungsweise zu relativ geringen Kosten für den Mandanten. Also man braucht immer ein Produkt, was einen Vorteil hat, ein Produkt, eine Dienstleistung, die skalierbar ist. Und dann muss es aber auch kalkulatorisch vom Preis her passen. Und dann muss man es hintenher eben abwickeln können. Und wir haben jetzt hier von dir diese ganz klaren Schritte. Man muss sich selber rausziehen, indem man hergeht und das Geld und die Zeit investiert, um das, was man selber macht, irgendwo in einem Prozess abzubilden, dass man es einfach abgeben kann. Absolut, absolut. Ja, also man muss lernen, abzugeben. Man muss lernen, Nein zu sagen. Mhm. Was ich aber noch ergänzen wollte, auch bei uns in diesen beratenden Berufen, Masse heißt nicht gleich Qualitätsverlust. Mhm. Also bei uns ist es so, wir haben Knowledge-Teams, das heißt, wir haben Anwälte, die machen zum Beispiel beim Dieselabgasskandal. Gibt es kein landgerichtliches Urteil in Deutschland, was wir nicht analysiert haben? Gibt es irgendwo einen Beschluss, ein Urteil, sind meine Leute drauf und verbessern unsere Schriftsätze? Also ich glaube kaum, dass eine normale Anwaltskanzlei derart analytisch vorgeht. Das heißt, wir sondieren sämtliche Urteile, die es überhaupt nur aktuell gibt, zu einem Thema, machen daraus den für uns vermeintlich perfekten Schriftsatz. Und dieser perfekte Schriftsatz geht bei uns halt 1000-mal raus und nicht nur 3-mal. Ich möchte mal einen Vergleich bringen. Und zwar nehmen wir mal eine E-Klasse versus einen Aston Martin. Die E-Klasse, die wird so oft produziert, dass sie eine super Qualität haben kann, zu einem trotzdem noch preis-leistungsmäßig kompetitiven Preis, im Vergleich zu einem Aston Martin, der individueller ist, aber dann auch deswegen viel fehleranfälliger. Ja. Und der ist fehleranfällig und hat dann auch nicht wirklich eine bessere Qualität und ist dann extrem viel, viel teurer. Oder nehmen wir beispielsweise mal eine Rolex-Uhr. Eine Rolex-Uhr ist auch ein maschinell gefertigtes Massenprodukt, auch im Luxussegment. Ja, obwohl es Luxus ist, ist es maschinell gefertigt und hat auch eben deswegen
ja, weil es diese Standardisierung gibt, so eine hohe Qualität und auch so wenig Fehler. Ja, absolut. Ja. Gut, was sind denn noch vielleicht Ratschläge, die du jetzt jemandem an die Hand geben würdest, der dich irgendwo mal in einer Bar trifft, in einer Hotelbar trifft er dich und er ist Dienstleister, Consultant und ist schon auf einem guten Level, aber er möchte wirklich noch Unternehmer werden, der das Ganze ja nicht nur verdoppelt, sondern 10x't. Einige Punkte haben wir jetzt schon genannt. Was wären vielleicht noch so ein, zwei Dinge, die wir nicht genannt haben bisher? Also wichtig auf dem Weg dahin, also ich bin ja auch sehr disruptiv unterwegs, das heißt, gerade bei uns bei dem konservativen Beruf ist viel verboten kammerrechtlich. Ich kriege es halt immer wieder auf die Schnauze, immer wieder Abmahnungen und Beschwerden über mich bei der Kammer, immer weil mein Werbeverhalten nicht so den anwaltlichen Gepflogenheiten entspricht und so weiter und so fort. Also ich glaube, wer disruptiv ist, wer First Mover ist auf dem Markt, der kann Geld verdienen, aber der muss halt auch ein dickes Fell haben, der muss mutig sein, der muss da durchgehen und ich meine, wem sage ich das? Du wirst dann halt auch mal gehatet und verklagt, Gegenwind. Man polarisiert, das muss man halt aushalten können, aber ich glaube, wenn man da die Stärke hat und da durchgeht, dahinter ist dann eben auch der Erfolg. Also sei mutig und zieh das Ding durch. Damit belassen wir es. Man kann sich der Wirecard-Klage anschließen, ohne Risiko. Die Kanzlei Mingers wird alles daran setzen, dein Geld wiederzubekommen. Diesen Link haben wir unter dem Video. Alle Social-Kanäle von Markus Mingers ebenfalls und auch für sonstige anwaltliche Themen hier Kanzlei Mingers. Kostenlose Erstberatung. Hier kann man einfach draufklicken und dann kommt man zur Beratung. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.